Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich bin die Miri und wir befinden uns hier in Aeramas Kerker, wo er offenbar Tyromantie betrieben hat. Tyromantie ist die Weissagung mit Hilfe von Käse. Ich weiß nicht so richtig, was ich von jemandem halten soll, der sowas ernsthaft praktiziert. Aber naja, wir sollen irgendwie seinen Kerker durchqueren. Finde eine Möglichkeit, die Tyromantie-Räume zu durchqueren, kommt mir jetzt irgendwie seltsam vor, als ob das jetzt schwierig wäre. Okay, das sind giftige Gase. Da muss ich dann einfach mal gucken, dass ich hier ein bisschen mich davon fernhalte, denke ich. Können wir unsere Fackel verwenden oder geht dann gleich alles in die Luft? Okay, also das ist ein richtig alter Käse hier. Geht's da lang? Ja. Durchaus. Allerdings hier scheint es recht giftig zu sein. Kann ich mit Art da irgendwie draufballern? Oh. Woraus nee, hat er diesen Käse gemacht? Aus Neckermilch? Ich muss vorsichtig sein. Okay. Also hier haben wir auf jeden Fall uns schon mal ein bisschen verlaufen. Das ist schlecht. Gehen wir da wieder raus. Ja. Das war nicht der richtige Weg. Hier scheint es noch lang zu gehen. Unbeschadet. Dieser hier auch. Dieser Weg ist gut. Da ist es auch sicher. Hier allerdings nicht mehr. Okay. Hier ist gut, ne? Hier geht's lang. Hier ist auch in Ordnung. Da ist es in Ordnung. Und da komme ich nicht durch. Ist das jetzt schon. Gilt das schon als durchqueren, wenn ich hier lang komme? Nee, da ist auch irgendwas anderes. Ah. Okay. Das war wohl nicht der richtige Weg. Wo müssen wir überhaupt hin, frage ich mich. Ja, hier ist gut. Da ist auch gut. Da geht's lang. Schon ziemlich alten Käse verwendet, ne? Hier geht's lang. Hier gibt's ja keinen anderen Weg, also gehen wir hier wieder durch. Hier. Ja, aber hier ist ja auch alles vergiftet. Das hilft nicht. Also ich sehe jetzt von hier aus, ne, ist ja egal von welcher Seite ich komme, sehe ich eigentlich nur diesen einen Weg. Können wir da nochmal hoch, dass ich mir das nochmal anschaue von oben? Aua. Also ich nehme an, dass wir zu der Treppe da hinten wollen. Die führt hier so in die Mitte runter. Gut. Probieren wir es nochmal. Weißt du nicht, was daran jetzt wieder anders sein soll, weil es gibt halt nur den einen Weg hier rein, ne? Also hier rein. Hier durch. Dann links hier entlang. Rechts. Einen anderen Weg haben wir nicht. So. Rechts und links ist alles verseucht. Links geht's lang. Ja, rechts ging es auch lang, aber das ist halt auch Quatsch, ne? Hier können wir nur geradeaus. Ach so, kann ich hier vielleicht durch?
Jetzt habe ich mich irgendwie hier hochgekämpft. Das ist natürlich auch eine interessante Idee. Ach so. Weiß nicht, ob mir das jetzt irgendwie hilft hier. Treppe ist da hinten. Also es geht da lang. Kann ich das anzünden? Nee, ne? Schade. Da geht's hin. Aber da ist versperrt. Na, da nicht. Ah, vielleicht kann ich hier hoch. Ja, Tatsache. Ah! Okay, es war ein kleines Labyrinth. Ich bin eigentlich von vornherein richtig gegangen, sozusagen. Gibt's hier sonst noch irgendwas zu erkennen? Meine Käseprobe. Wesemir wird sich köstlich amüsieren, wenn ich ihm das erzähle. Ich glaube nicht, dass es noch schlimmer geht. Na, wer weiß. Man soll ja niemals nie sagen, ne? Hier. Irgendwas soll ich hier nochmal interagieren? Oh, schön, noch ein Portal. Genial. Na? Wo sind wir jetzt wieder gelandet? In so einem gruseligen Ding finde einen Weg durch die überflutete Kammer. Muss ich da durchschwimmen oder was erwartet mich da? Ich mag ja solche Schatzsuchen eigentlich, ne? Wo man dann so ein bisschen knobeln muss, wie man da durchkommt, durch solche Dungeons, kann man ja schon sagen. Was mag ich eigentlich? Na gut. Ein Weg durch die überflutete Kammer. Frage ist, wo muss ich hin, ne? Muss ich hier rechts rum, links rum? Auf jeden Fall sollte ich mal wieder einen Katzetrank zu mir nehmen, um ein bisschen bessere Übersicht zu bekommen. Fackel kann dann weg. Mhm. Ich weiß halt nicht, was sich dann da drin erwartet. Sind da ein Haufen Ertrunkene drin, die ich dann niedermachen muss? Dann werde ich schon mal ein bisschen Armbrust ausrüsten. Ja. Okay. Also ich könnte hier lang schwimmen. Da scheint es schon noch weiter zu gehen, ne? Wollen mal kurz abtauchen? Nee, kann ich nicht. Ich kann hier nicht tauchen. Interessant. Gut, dann erkunden wir erstmal den Rest hier. Schwimmen mal ein bisschen schneller, Geralt. Okay. Was, da kann ich jetzt nicht tun? Weshalb? Da hinten geht's auch lang. Ich wollte jetzt kurz mal hier an Land gehen. Einmal umschauen. Hier scheint auch nichts zu sein. Da ist auf jeden Fall irgendwas. In so einem Turm oder sowas. Aha.
Oh, was ist das? Ah, eine Truhe. Davon gibt es nicht allzu viele hier. Kann ich hier irgendwo hochklettern? Oh ja. Mehr oder weniger. Zählt das jetzt? Offenbar noch nicht. Habe ich jetzt noch nicht hinreichend einen Weg gefunden dadurch, oder wie? Da geht's nicht weiter, Gerald. Ich hab's verstanden. Da ist irgendwie ein Pfeiler im Weg und du kommst nicht mehr durch. Ja, aber ich habe mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich ein bisschen zu leicht ist, hier einfach hinzukommen. Das scheint es nicht gewesen zu sein, was er von uns wollte. Komme ich da noch hoch? Aha. Vielleicht ist das... Hier ist auf jeden Fall wieder Käse. Oh Gott, hier muss ich rüberspringen, würde ich behaupten. Gibt's hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nee, ne? Gut. Jawohl. Diese Entdeckung darf ich Lambert nicht vorenthalten. Neblinge sind immun gegen den Geruch von altem Käse. Er brennt, das ist gut. Aha, wenn er brennt, kann er sich offensichtlich nicht mehr so richtig bewegen. Neblingmutagen, Neblingzahn, Saphirstaub. Sehr schön, mein Schwert ist schon wieder kaputt. So oft, wie ich das jetzt schon reparieren musste in den letzten Folgen, das ist wirklich traurig. So, nehmen wir mal das Bessere diesmal. Gut, hier ist irgendwas. Tabakspfeife. Bullenfigur, Notizen von Eramas. Die Vision stabilisierte sich und ich sah, man höre und staune, wie durch einen Nebel im Mondlicht die vier Prinzen, ein jeder gerüstet und zu Pferde. Wie Nebel das Pferd des Ersten, wie Schwefel das des Zweiten. Schwarz wie der Abgrund das des Dritten, das des Vierten jedoch ein Pony. Und dann schaute ich einen klaren Springquell. Doch tranken die Prinzen nicht davon, denn dies war verboten. Darauf flog ein Paradiesvogel, rot und golden, über sie hinweg und erhellte den Ast eines Baums. Und der Baum hatte Äste und Zweige, 1400 an der Zahl. Zehrt von der Quelle, sagte der Vogel, doch sie zeigten auf der Sonne blutige Tränen und zehrten nicht. Da erschien eine reine Jungfrau mit entblößten kleinen Brüsten, rot und fest wie reife Lindenbeeren. Dann hatte meine Nase sich an das Aroma gewöhnt und die Vision verging. Morgen werde ich versuchen, die reife Probe von Genno Mivort zu entsiegeln. Angeblich hat sie ein feines, tiefes Aroma mit leicht nussigem Nachhall. Nun, wir werden sehen. Ich würde eher sagen, dass das so stinkt, dass er ohnmächtig wird und irgendwelche seltsamen Träume hat. Klingt ein bisschen strange, oder? Oder täusche ich mich da? Also, Eramas hat sie nicht mehr alle. Können wir schon mal festhalten. Das ist wohl der Käse da hinten. Habe ich jetzt immer noch keinen Weg durch die überflutete Kammer gefunden? Etwas. Ah. Wo ist das Artefakt, das Keira mir gegeben hat? Ja, wo ist es wohl? Tada! Da würde es wohl rausgehen. Oh, jetzt habe ich irgendwie geschossen. Ich wollte aber die Fackel nehmen. Gibt's hier sonst wirklich nichts mehr, ja? Nur um sicher zu gehen. Oh, hier kann ich auch noch mit irgendwas interagieren. Ah. Ach so. Das ist wohl nur so ein kleiner Hohlraum dahinter. Aha! Hier sind die Schätze. Manuskriptseite Schneesturm. Baumwolle. Ja. Belhavenische Brigantine.
darische Kavallerierüstung, ein paar Uren und Axtkämpferhandschuhe und ich bin schon wieder überladen. Und hier ist auch noch irgendwas. Überlegener Rennsattel, leere Flasche, Alkohest, Waldschratabsud. Das trifft sich gut, denn wir haben ja gerade einen Waldschrat getötet. Achso, es gibt einen alten Waldschratabsud und den Waldschratabsud, oder wie? Ja. Ich habe allerdings kein Mutagen bekommen. Nordwind kann ich herstellen. Friert Gegner ein. Schläge bewirken bei eingefrorenen Gegnern zusätzlichen Schaden. Das klingt doch gut. Da brauche ich wieder irgendwas Spezielles für. Bei den Tränken. Schneesturm. Immer wenn du einen Gegner tötest, verlangsamt sich vorübergehend die Zeit. Auch interessant. Ja. Diese ganzen überlegenen Sachen kann ich noch nicht herstellen. Und ich bin jetzt echt krass überladen. Was habe ich denn da jetzt gerade alles aufgenommen? Mittlere Rüstung ist nicht besser als meine jetzige. Also ich glaube, ich werde mal meine Schuhe hier abwerfen. Die brauchen wir ja doch nicht. Ein Hemd kann auch weg. Ja, so besonders ist es auch wieder nicht. Was habe ich da noch für seltsame Schwerter? Die Hexenjägerschwerter. Ja, die schmeißen wir auch weg. Die brauchen wir auch nicht. Ich bin immer noch zu voll. Ich hätte vorher das irgendwo noch verkaufen müssen, die Sachen. Ich meine, solange ich nicht kämpfen muss, ist es ja nur halb so wild. Klar, ich bin dann halt jetzt ein bisschen langsamer, aber gut. Gehen wir hier erstmal durchs Portal. Eine Art Gewölbe. Ich sollte mich umsehen. Deaktiviere die magische Barriere und erreiche Aramas Schatz. Ach Gott, das war noch nicht mal sein Schatz, ja? Oh oh. Wie kann ich das deaktivieren? Die magische Barriere ist noch aktiv. Ich muss sie irgendwie beseitigen. Ach nee. Was haben wir denn hier? Hier ist auf jeden Fall eine irgendwas. Illusion. Das Auge von Nihalini kommt dazu. Was ist das? Ist das Feuer, was ich darauf wirken soll? Igni, das Zeichen Igni habe ich hier gesehen. Das scheint jetzt was gebracht zu haben. Aha! Barriere, das war ja einfach. Deaktiviert. Das war ja einfach. Nee, da gehe ich nur außen rum, ne? Da kann ich auch nochmal mit interagieren. Ich vermute, das ist der Ausgang. Gut, dann schauen wir uns doch mal seinen Schatz an. Schlangenfigur Kronen. Wenn dieses Schwert so tödlich ist wie Aramas Käse, sollte ich es mitnehmen. Vielleicht nenne ich es Emmentaler. Der Emmentaler! Geil. Ja, cool. Das war die Quest. Das war das. Hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Erfahrungspunkte gebracht, aber ich fand es eigentlich ganz schön. Also, wie gesagt, mir macht das durchaus Spaß, solche Grufte zu erkunden, hier und da einen Mechanismus freizuschalten. Hätte wegen mir sogar noch ein bisschen mehr sein können. Aber gut, das Spiel ist jetzt halt auch nicht gerade. Nix schon, ne? Oh, wir sind wieder draußen. Frische Luft, endlich. Ah, Leute, ich finde das einfach so schön, wie Geralt immer auch auf das reagiert, was ihm gerade passiert ist. Verbesserte Katzenrüstung? Oha! Moment. Handwerk. Oberkörper. Verbesserte Katzenrüstung.
Da. Es fehlt natürlich die Katzenrüstung, aber sonst könnten wir sogar schon herstellen. Die wäre deutlich besser als unsere jetzige. Plus 55, das muss erstmal einer schaffen. Oha. Gut. Das Problem ist, wir sind jetzt ganz schön voll. Habe ich da gerade irgendein Monster gesehen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich bin gerade überhaupt nicht kampfbereit. Voll wie ich bin. Wir müssen eigentlich schleunigst mal was verkaufen. Insofern würde ich jetzt auch diese Fragezeichen hier erstmal links liegen lassen, weil kämpfen ist nicht. Und würde eher Richtung Novigrad zurückkehren. Auf Plötze natürlich und dann versuchen, da ein paar Sachen zu verkaufen. Plötze? Wo steckt mein Pferdchen denn? Da geht's nicht lang. Wahrscheinlich hier unten, ne? Ist Plötze hier? Nee. Da. Da kommt sie an. Die treue Plötze. Da, Plötze. Es wird Zeit, wieder nach Hause zurückzukehren. Also zu Hause ist immer so ein schönes Wort, ne? Wir suchen den Weg. Erstmal zum Novigrader Tor. Komm schon! Ja. So viel zu dieser Quest. Macht das Sinn, hier lang zu reiten? Plötzlich kann ich einfach dran vorbeireiten, an den ganzen Neckern und was auch immer sich mir da in den Weg stellt. Plötzlich, wo reiten wir eigentlich gerade lang hier? Ist das schon Ochsenfurt hier? Könnte Ochsenfurt sein. Ja. Schneller. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben es quasi schon geschafft. Oh. Ja. Das ist ja gut. Plötzlich, ich weiß, du kommst da nicht über ich. Aber hier doch. Muss ich jetzt nur noch irgendwann mal hier links abbiegen können? Ja. Hier. Was kann ich hier nicht tun? Weiß ich gar nicht. Herrliches Wetter. Zum Rumsitzen. Da lang. Sehr gut. Okay. Die Hexenjäger haben auch weiterhin kein Problem. Okay. So, hier ist ein Rüstungsschmied. Hoffen wir mal, dass der um die Zeit auch verfügbar ist. Dann würde ich die nämlich erstmal... Wir glücken. Streitlustig, wie? Was? Hallo! Hallo noch einmal. Ja, hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Ich hätte eher mal ein paar Sachen zu verkaufen. Hier. Unseren alten Schatzjäger Gambeson. Das Ding ist halt auch sau schwer. Davon habe ich auch gleich zwei. Werde ich beide verkaufen. Diese Axtkämpferhandschuhe kommen weg. Das kommt alles weg. Gehärtete lyrische Hose. Ich bin wieder im richtigen Bereich. Die würde ich mal behalten und dann in meinem Lager einlagern. Okay. Hat er noch irgendwas Interessantes hier? Nö, ne? Elfenschmied-Werkzeug. Weiß nicht, was das mir jetzt helfen soll.
Naja. Wollen wir nochmal eine Runde Gwind gegen ihn versuchen? Wir haben jetzt ja ein paar bessere Karten. Vielleicht wird das jetzt ja endlich mal was. Wie wäre es mit Gwind? Irgendwann werde ich ihn besiegen. Vielleicht ja diesmal. Gut, wir probieren's. Wobei, ich hätte noch ein paar Sonderkarten frei. Fällt mir gerade auf. Ja, aber ich habe eigentlich gar keine Wetterkarten, finde ich alle nicht so notwendig. Spiel starten. Er spielt Skoyatel und fängt an. Gutes Wetter kann ich mit Volltest organisieren. Aha, da ist Philippa. Komisch, hier finden wir sie immer. Brauche ich den extrem dichten Nebel? Gegen Skoyatel vielleicht? Den blauen Streifen mal raus. Jetzt habe ich auch noch anderes Wetter. Okay. Filavandrel. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dem dichten Nebel kann ich den da gleich schwächen. Also wichtig wäre es mir, dass wir die erste Runde gewinnen. Deswegen werde ich mal gleich Philippa spielen. Um mal gleich den Vorteil zu nutzen. Noch ein Bogenschütze. Das finde ich gut. Werde ich hier mal den extrem dichten Nebel ausspielen. Das kümmert nämlich sie überhaupt nicht. Die Philippa. Ich habe fast gar keine Nahkämpfer, fällt mir gerade auf. Wir werden mal hier einen einsetzen. Den man jetzt da eine seiner stärkeren Karten drin hat. Mhm. Tja, soll ich jetzt die andere Wetterkarte auch noch gleich spielen? Würde zumindest gegen den einen helfen. Das ist natürlich richtig geil. Hm. 20 zu 16. Wir haben gleich viel Karten. Wenn ich jetzt passe. Das Einzige, was mir hier noch was nützen würde, wären halt die Belagerungswaffen oder Vernon Roche. Aber ob ich den jetzt gleich ausspielen will, nur um die erste Runde zu gewinnen. Ich werde mal nochmal Belagerung spielen. Okay. Das hatte ich gehofft, dass der dann nochmal einen von denen spielt. Die hat er nämlich dann in den nächsten Runden nicht, ne? Hoffe ich zumindest. Dann kann ich jetzt vielleicht mal passen. Oh, der wird jetzt auch passen. Er hat auch gleich mal zwei Karten weniger als ich. Er spielt noch eine Finte. Okay. Ja, holt sich noch ein paar Karten. Nicht zu unterschätzen, Gegner. Aber es sind 5 Karten zu 4. Okay, er kann sich gleich noch wieder was holen. Das ist natürlich ein Problem. Da sich vieler Wandrill. Wir spielen Sheila. Er passt. Was für mich ja hervorragend ist. Wenn ich dann jetzt einfach Sheldon Skux ausspiele. Und die Runde gewonnen habe. Und immer noch 3 habe. Ich krieg noch eine. Ja, toll. Ich kann mir mehr Karten holen. Hm. Nicht ganz das, worauf ich gehofft habe. Gut, wir spielen Vernon Roche. Gucken, was er da gegen unternehmen kann. Yevin ist nicht ganz so stark. Das ist gut. Dann spielen wir die Heilerin hier und holen uns noch eine starke Karte zurück. Wäre dann nochmal ein Belagerungsturm. Hoffentlich hat er keine Verbrennenkarte. Hm, scheint nicht so. Dolblatana-Speer. Tja, er hat nur noch eine Karte. Er kann eigentlich nicht mehr viel holen. Ich meine, selbst wenn die Karte 10 hätte, wäre ich mit dem hier auf jeden Fall drüber. Okay, klärende Kälte. Schadet ihm selbst allerdings auch. Habe ich trotzdem gewonnen. Ohne jetzt mir weitere Karten zu holen. Das ist halt mal ein zweischneidiges Schwert, ne?
Yeah, wir haben ihn endlich besiegt. Sehr gut. Meine Güte, das hat gedauert, Leute. Klirrende Kälte kriege ich dafür. Ist das sein Ernst? Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.